So Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Es soll noch vorkommen. Ich habe mal so ein bisschen rumgestöbert auf meiner Festplatte und Metro 2033, glaube ich, gefunden. Ich dachte mir, fangen wir einfach mal an. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe vor 2 Jahren mal einen Let's Play, den ersten Teil von Metro Exodus gesehen. Aber ist 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr arg viel, so ungefähr das grobe Setting, aber mehr auch nicht. Deswegen würde ich sagen, by the way, am 15. Mai kommt ein tolles Spiel raus, Subnautica Below Zero, das werde ich auf jeden Fall erst playen. Aber jetzt schaue ich erstmal, ob das Spiel irgendwas hergibt. Sehen wir es. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Die Mucke ist sick. Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Aufgrund des Akzents denke ich mal, wir sind in Russland. Danke, Bro. Ja. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Ja, okay. Einen Moment. Einen kleinen Moment. Quatsch. Maus, Empfindlichkeit runter damit. Öffne das Tor, ich decke dich. Ja, danke, Bro. Hätt's auch selber öffnen können. Vor allem, ich decke dich, ey. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. E drücken, okay. Epic Entrance. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Moon. Das heißt Muni, Junge. Muni, wenn dann. Junge, geht doch aus dem Weg, oder wo sind die? Ach, hier, oder was? Ah ja, okay. Da ist Moon. Bereit, Artyom? Nachladen. Mir nach. Let's go. Um Gottes Willen. Okay. Auf nach oben. Auf nach oben. Taschenlampe. Naja. Mhm. Anscheinend kann er zu Hause. Ja. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Die Gasmaske. Gasmaske. Okay. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah. Lade deine Waffe. Die ist doch geladen, Junge. Da kommen sie. Hübsch. Hier sind ein paar ganz hübsche hier. Ja. Ich glaube, ich habe meinen Dude ab und zu mal getroffen. Aber das passiert am besten, also. Ist er tot? Ja. Oh, irgendwie, es ist viel zu dunkel. Gibt's irgendwie Nahkampf oder sowas? Ich hab da keine Muni mehr. Ich hab noch genau 10 Schuss. Und habe ich ein Messer oder sowas? Irgendwas? Eine Faust wenigstens? Versuchen wir mit Sie. Bro, ich hab keine Schuss mehr. Ja, okay, dann ziehen wir gemeinsam. Aber krieg ich ein bisschen Muni. Er ist mir hingefallen. Der Profi. Also die FPS-Drops habe ich by the way auch. I don't know warum. Unser Ziel. Hübsch. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Yo.
Was war das denn? Was ist er denn für einer? Er hat uns einfach umgefahren. Zero fucks given. Bin froh, Sie zu sehen, Ober. Das sah gerade aber anders aus. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ich habe keine Muni mehr. Ah, okay, ich habe Muni bekommen scheinbar. Wie wär's denn einfach losfahren? Nee? Okay. Dann fighten wir halt. Ich hab keine Muni. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs, ich hab keine Muni. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ganz kurz, ich muss mal schauen. Hab ich... Waffe 1, Waffe 2, schießen, nachladen, Sekundärwaffe C. Nahkampfangriff V. Scheiße! Feuer frei! Scheiße! Feuer frei! Sagtest du schon. Komm! Stellung halten! Ich habe keine HP-Anzeige. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Box ich oder habe ich ein Messer? Oh ne. Mach dich fort. Komm, geh drauf. Ich glaube, es ist ein Messer. Oh ne. Das sieht nicht gut aus. Oh. Was sind jetzt Dämonen auf einmal? Komm, Aufstande. Was bist du denn? Yo. Einfach Hulk oder was? Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Okay. Oh, eine Gitarre. Kann ich spielen? Na, so ein bisschen, ne? Okay. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schwein, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Alex. Was? Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Ja, richtige Einstellung nämlich. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Ruf mal schneller, Junge. Ey, das stört mich so mies in allen Spielen. Dass NPCs einfach mal so langsam sind. Hallo, Artyom. Hallo. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Schau's mich. Hallo? Sir? Viele wollen die Station verlassen. Was war deinen Augen los? Die sehen irgendwie nicht ganz gesund aus. Besucher. Petro. Ah, du bist es. Ich verstehe. Aber das ist Hunter, okay. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Was für ein Gesicht passiert, Junge? Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein. Moment. Nein, bleiben Sie von mir weg. Junge. Sollen wir weitergehen oder? Es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor.
Ja, seems good. Das ist also Hunter, okay. Ja, der sieht mir schon eher nach einem Hunter aus. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Moin. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Pressestation und dem Untoten, die eure Tunnel einfordern. Ja, ich bleib hier einfach stehen, ne? Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Ja. Das sind keine normalen Mutanten. Danke. Etwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer sie sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell deine Waffe. Ja, wo denn, Junge? I don't know, wo hier Waffe ist. Ist da eine Waffe drin? Jump, ah ja. Eine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Ist irgendwo mehr Munition? Sie riechen das Blut. Ja, du hast hier ein Sturmgewehr oder was? Aber ich habe so eine kleine Pistole. Was soll das denn? Jo! Okay, ich weiß, ich muss mit der Muni ein bisschen vorsichtiger umgehen. Das habe ich gelernt. Oh. Es ist hoffnungslos. Wir können sie nicht aufhalten, Hunter. Weiter schießen. Okay, ein Heli scheint die Insel zu killen. Ja. Oh, Junge, bleib weg von mir. Mach dich fort. Machst du dich fort? Ja, komm, kurz hier. Ja, jetzt ist alles wieder perfekt. Aua. Ja, noch ein paar mehr, oder? Ja, safe, Digga. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Junge, was sind das für Viecher? Alter. Oh Mann. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Ja, nur Glück gehabt, oder? War halb so wild. Wenn du nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Jetzt sind wir gespannt. Was mich da jetzt erwartet? Ach, die sind gar nicht mehr da. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom.
Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was ich in den nördlichen Tunnel rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Sí, señor. Ich kann kein Russisch, tut mir leid. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Riga. Litauen, Lettland, irgendwie sowas. Ja. Ist gespeichert, glaube ich. Dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. War definitiv interessant. Ich denke, ich mache weiter. Ich muss nur schauen, dass bei den Settings die Frame-Drops vielleicht nicht mehr so krass reinkacken. Aber genau. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst ja gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, habt noch einen Traum auf den Tag und ciao.